Ich möchte doch, auch wenn es um die Frage der Entscheidung geht, etwas zu dem ganzen Prozess sagen, weil wir ohne das Prozessdenken nicht verstehen, was Leben ist und nicht verstehen können, was Ehe ist und was eine Entscheidung ist. Die Gefahr besteht immer, dass wir ein bisschen zu statisch auf etwas schauen. Jetzt habe ich mich einmal entschieden und jetzt ist das für ein für alle Mal so. Für diese Entscheidung gibt es Vorausbedingungen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich spreche über sich entscheiden, die Bedeutung, die Voraussetzungen und die Tugenden. Wird die Entscheidung zur Ehe wirklich eine wirklich wirksame Hilfe zum Heil, eben ein Sakrament? Die französischen Bischöfe haben das in einem Brief so ausgedrückt und der Papst zitiert das in Evangelii Gaudium, dass die Ehe nicht eine Zusammengehörigkeit ist aus dem Gefühl der Liebe heraus, das definitionsgemäß vergänglich ist, sondern aus der Tiefe der von den Brautleuten übernommenen Verbindlichkeit. Das Thema meiner Ausführungen lautet das Konsensprinzip der Ehe als Ausdruck der gleichen Würde von Mann und Frau. Wenn Mann und Frau eine Ehe miteinander eingehen, dann denken viele von ihnen dabei vor allem an Fragen der äußeren Organisation und des Ablaufs der Feier. Zumindest dem Paar, das miteinander die Ehe schließt, sollte es jedoch darüber hinaus und vor allem klar sein, worauf es wirklich ankommt, nämlich auf das gegenseitige freie Ja-Wort der Partner, die heiraten wollen. Ein wichtiges bindendes Element ist die Kommunikation der Eheleute. Hier ist leider oft das Berufsleben der entscheidende Störfaktor. Keine Zeit zum Reden zu haben, dazu ist vor allem eine gute Ehebegleitung, würde da den Ehegatten helfen, darüber hinwegzukommen. Meine Tochter mit ihrer Familie ist in der Schönstadtbewegung und ich muss sagen, das ist wunderbar, wie die sich da gegenseitig stärken und auch bei Krisen, bei auftretenden Problemen einander mit ihrer Erfahrung beistehen können. Also wichtig ist, und wir haben das auch heute gehört, Zeit füreinander zu haben. Wir sind also zum größten Teil also im Berufsleben verankert, wir sind engagiert und heute wird immer mehr von den jungen Menschen verlangt, immer mehr Einsatz und dann kommt natürlich die Partnerschaft im Prinzip ein bisschen zu kurz. In diesen Zeit, wo wir füreinander da sind, wo wir füreinander Zeit nehmen, etwas zu unternehmen, Ziele zu definieren, aber auch das Paargespräch, das Ehegespräch zu führen. Und da sollten wir einmal den Blick zurück, was ist in der vergangenen Woche oder in der vergangenen Zeit passiert, wo haben wir uns wohlgefühlt, wo haben wir uns vielleicht nicht ganz wohlgefühlt, den Blick nach vorne, wie schaut die nächste Woche aus zum Beispiel, dann den Blick nach oben zu Gott, wie können wir den damit hineinbinden und dann Dinge tun, die uns gemeinsam Freude machen. Ein herzliches Willkommen und grüß Gott jetzt zur später Stunde. Ich freue mich sehr, dass ich heute auch zu Ihnen sprechen darf und ich denke, die Position meines Inputs ist gar nicht so, Dankeschön, gar nicht so unpassend, von daher sozusagen zu schauen, wie es denn dann weitergeht, wenn dieses Jahr in der Ehe vollzogen ist. Mein Titel lautet, wir sagen uns ein neues Jahr. Zu diesem Punkt möchte ich dann sehr gerne kommen, nur möchte ich vorher noch einen kleinen Exkurs machen zu dem Punkt, wo es ja vorher ein Jahr braucht, bevor es ein neues gibt. Jesus.